Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Feine Festtagsrezepte für alle, die gerne kochen und die bestimmt gelingen, haben wir Ihnen in den vergangenen Wochen vorstellen dürfen. Ich hoffe, Sie haben das eine oder das andere in der Zwischenzeit schon mit Erfolg ausprobieren können. Auch für den kommenden Jahreswechsel hat unser Gast, der Armin Amrhein, ein ausgesuchtes Rezept für Sie kreiert. Bleiben Sie also dran, es lohnt sich. Grüezi miteinander. Mit Naturaplan hat sich Coop zusammen mit Ihnen für Produkte aus tiergerechter Fütterung und kontrollierter Freilandhaltung entschieden. Was das für Tiere bedeutet, das sehen wir jetzt gerade im Bild. Das Angebot ist im Laufe der Jahre immer grösser geworden und umfasst jetzt für alle, die an den Festtagen gerne etwas Geräuchtes auf dem Tisch haben, auch die beliebten Quick-Spezialitäten. Im eigenen Saft gekocht und tischfertig dressiert, muss man sie nach einer Stunde im Wasserbad nur noch aufschneiden und schön garniert servieren. Aber auch Charcuterie, Salami oder Schinken zum Arrangieren von reichhaltigen Buffets und schönen kalten Platten gibt es von Coop Naturaplan. Jetzt aber wie versprochen zum Rezept. Es ist das mal etwas, das man bei uns an den Festtagen eher ein bisschen weniger antrifft. Richtig, und zwar ein Lamnierstück im Blätterteig auf Ratatouille-Creme. Und das geht so. Die Lamnierstück würzen im Olivenöl beidseitig anbraten und abkalten. Während dieser Zeit für die Füllungen dämpfte Zwiebeln, Peterli, Kerbel und Kalbsbrät mischen. Den ausgerollten Blätterteig damit bestreichen und die Lamnierstück drauflegen. Teigränder mit Teigelb bepinseln, ein Päckchen machen und im vorgeheizten Ofen ca. 8 Minuten rosa backen. Als Variante kann man die Füllung übrigens noch mit blanchierten Spinatblättern belegen. Dann wird es natürlich noch schöner fürs Auge. Für die Ratatouille-Creme Schalotte, Peperoni und Zucchetto im Olivenöl andünsten. Mit Hühnerbouillon angießen und weich kochen. Dann im Mixer pürieren und passieren, mit kalten Ankerwürfeln aufmandieren, würzen und geschlagenen Rand runterziehen. Die Lamnierstück aufschneiden, mit der Ratatouille-Creme umgießen und mit Saisongemüse servieren. Danke Armin. Das waren weitere Tipps und einer von 12 verschiedenen Rezeptvorschlägen, die Sie im Coop Festtagsmagazin zuhause in aller Ruhe nachlesen können. Wäre doch schade, wenn Sie das verpassen würden. Weil aber nicht jeden Tag ein Festtag ist, haben wir auch heute ein paar Aktionen für Sie. Es sind alles Produkte, die Sie sicher gut brauchen können. Ein Kilo Kiwi kostet 1,60 €. Mit der Coop Supercard kommen Sie Spaghetti Napoli zum halben Preis über. Und auf Coop Champignon de Paris, geschnitten im Trio-Pack, gibt es 100 Superpunkte für Superprämien. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Wie wäre es zum Beispiel mit der neuesten Rewatch im Big Brother Design zum Überwachen vom Jahreswechsel? Am Samstag dann auf jeden Fall einen guten Rutsch im Namen vom ganzen Team vom Coop Studio. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.